Kleines Update von mir zu meinen Projekten, wie es mir geht. Viel Spaß mit dem Video. So, ich bin mal wieder in der Werkstatt. Kleines Update, wie schon gesagt, was ist los? Wo geht die Reise hin? Ich kann es dir noch nicht sagen. Ich hatte jetzt, und da will ich ehrlich zu dir sein, sehr viele Probleme. Man kann es vielleicht auch nachvollziehen wegen dem Unfall. Die Motivation war sehr, sehr im Keller. Wenn du mein Video vom Unfall noch nicht gesehen hast, verlinke ich dir es hier oben oder da unten in der Videobeschreibung. Ja, und das ist halt dieses ganze Problem, weil leider es dauert alles sehr lange. Ich warte immer noch auf einen Reha-Platz. Für meine zweite Behandlung, die Leute haben jetzt gesagt, Januar, Februar, da ich kein dringender Notfall bin. Jetzt ziehen auch die C-Maßnahmen wieder bei solchen Sachen leider an. Und wir haben heute der 27.10. Draußen regnet es. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal ein kleines Update-Video. Und ja, die Motivation war sehr im Keller. Ich habe zwar hier was rumgebaut, was gemacht, teilweise auch gefilmt, teilweise auch nicht. Ja, man muss sich das so vorstellen, bildlich musst du dir das vorstellen, dass das so ist. Du stehst vorm Berg, du willst rauf, du willst wieder, dass alles in Ordnung kommt. Dich hält einer fest. So kannst du das vorstellen. Oder du hast ein richtig so ein Bungee-Seil hinter dir, was du immer hinterher ziehst. Du läufst teilweise gegen Windmühlen. Schlussendlich sieht es halt dann so aus, dass ich irgendwann dazu leider übergehen muss, wahrscheinlich dann nochmal einen Anwalt einzuschalten. Und ja, mehr will ich aber hier leider nicht sagen, weil ich weiß nicht, wie viel ich sagen kann. Das ist immer halt so ein bisschen problematisch. Das ist halt mein Problem. Deswegen war auch die Motivation sehr, sehr weit unten, wie du vielleicht nachvollziehen kannst. Dann auch mit YouTube, da bin ich auch ehrlich zu dir, war für mich die große Frage, wie mache ich weiter? Mache ich überhaupt weiter? Hat das alles Sinn? Aber für mich hat das schon Sinn. Ich sag ja, wenn du dann schon vor dem Berg stehst und du wirst festgehalten und du versuchst dich da hochzukämpfen und dann drückt dir noch einer hinten noch mehr rein und das Seil wird immer dicker statt dünner, dann ist das natürlich problematisch. Deswegen wird es auch demnächst mehr Videos von mir geben. Ich sage mal so, ich habe viele Videos schon gedreht, auch schon früher gedreht. Das werde ich jetzt alles nach und nach raushauen. Aber wie gesagt, ich war in einem Kuddelmuddel jetzt hier drinne und mit meiner Gesundheit und mit dem Rücken. Dadurch muss ich jetzt gucken, wie ich die Videos raushaue, weil ich auch teilweise den Anfang nicht gemacht habe, das Ende nicht gemacht habe. Deswegen, ja, ist es halt so, wie es ist. Wenn ich dann, ich mache halt den Anfang des Tages. So, und dann denke ich halt nicht dran, manchmal, dass ich das Video auch nicht so lange ziehen kann, also nicht über eine halbe Stunde oder sonst was, fange ich dann irgendwann wieder ein neues Thema an. Das war halt so ein bisschen jetzt unsortiert, das war ein bisschen unüberlegt auch, aber so ist das manchmal, ne, im Leben. Es läuft halt nicht immer so, wie man sich das wünscht und so ist es halt im Moment. Und deswegen kämpfe ich dagegen und gucke, dass ich das durchbekomme, was ich durchbekommen will. Zur Not halt auch mit dem Anwalt. Sagen wir mal so, ich bin reichlich am Kämpfen und daher war auch meine Überlegung, ob ich jetzt YouTube erstmal sein lasse oder nicht. Aber ich bin zum Entschluss gekommen, das macht mir Spaß, ich will das weitermachen. Wir werden sehen, wo die Reise einfach hingeht. Und das war jetzt einfach mal so ein kleines Update. Wie es mir geht, du siehst auch hier, ich bin reichlich am Basteln. Restekiste ist am Start, da ist Werkzeug am Start. Ich bin weiter am Camper am Bauen. Es kommt auch, wenn ich jetzt mit dem Camper soweit durch bin, auch wieder Neues vom Fahrradwohnwagen. Weil dadurch, dass ich ja den Unfall hatte, konnte ich jetzt auch lange Zeit kein Fahrrad fahren. Ich sag mal so, es war mir auch zu riskant, wenn du am Rücken operiert wirst und schwingst dich nach 4 Wochen wieder auf das Fahrrad. Es muss nur ein blöder Zufall sein, du fällst hin, du fällst wieder auf den Rücken. Dann haben wir, glaube ich, ein neues Problem. Deswegen wollte ich das jetzt alles erstmal komplett verheilen lassen. Es ist jetzt über ein halbes Jahr her seit meinem Unfall. Es geht mir soweit so gut. Ich muss trotzdem laufend Schmerztabletten nehmen, dass ich halt irgendwie klarkomme,
Deswegen brauche ich auch eigentlich jetzt eine fortführende Reha-Maßnahme. Jetzt habe ich schon bei anderen Häusern angefragt, die das machen können, weil es kann nicht jeder machen hier bei mir in der Kante. Und da ist halt das große Problem, die sind halt alle voll. Die nehmen natürlich die Notfälle auf, Oberschenkel-Halsbruch, die schwere Unfälle hatten. Daher kann ich auch nachvollziehen. Nur ist halt dann das Problematische, man quält sich so ein bisschen rum, man hat Schmerzen und man kommt halt nicht weiter, ne, zum Ziel. Und ich will auch jetzt nicht jedes Mal zu der nächsten Reha-Station. Stationär will ich nicht, zu einer ambulanten. Ich will auch jetzt nicht bis Buxtehude fahren. Problematisch, aber so ist es, wie es ist. Und deswegen habe ich gedacht, ich erzähle jetzt mal so, wie es halt jetzt im Moment ist. Dann kannst du es vielleicht nachvollziehen, dass nicht regelmäßig Videos gekommen sind. Klar, macht mir das Ganze Spaß, ich will auch weitermachen, aber manchmal hast du so Tage, das kann, weißt du wahrscheinlich auch, wo du echt denkst, boah Junge, gar keinen Bock mehr. Ne? Dementsprechend hatte ich auch bisher kaum Urlaub oder fast nie Urlaub. Das merkst du halt, ne? Das ist halt das große Problem. Naja, ich glaube, ich laber schon wieder zu lange. Du hast jetzt mal ein Update, was los ist. Projekte sind am Start. Ich kann aber im Moment nur so arbeiten, wie es mein Körper zulässt, wie es finanziell weitergeht. So sieht's halt aus. Neues gibt's dann. Ich gucke jetzt, dass ich die nächsten Videos raushaue. Ich hoffe, ich bin ein bisschen mehr motiviert jetzt und dann geht's rund. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund.